Michael Jackson mit seiner Ex-Frau in Südafrika. Der King of Pop ist jetzt... Für diesen Anlass strengte sich die Kapelle des Stammes der Bafokeng Kabagwena besonders an. Der Besucher ist offensichtlich amüsiert von dieser Art Musik. Michael Jackson ist im Anmarsch, begleitet von seiner Ex-Ehefrau Louisa Marie Presley und deren beiden Kindern. Der ganze Stamm ist auf den Beinen. Heute soll die Aufnahme neuer Mitglieder gefeiert werden. Der selbsternannte King of Pop wurde Mitglied des Gruppe. Kein schlechter Deal. Dem südafrikanischen Volk gehören die zweitgrößten Platinreserven der Welt. Jetzt muss sich Jacko um Edelmetalle zweitgrößten Platinreserven der Welt keine Sorgen mehr machen. Ehrenbürger eines sehr reichen afrikanischen Stammes. Die Krokodilmenschen, wie sie sich nennen, übergaben Michael Jackson und Catherine Jackson. Außerdem war auch ein aktuelle schwangere Gattin Debbie Rowe zu Hause bleiben musste. Vater Jackson macht derweil noch ein paar Aufnahmen fürs Familienarchiv. Krokodilvolkes. Der Stamm der Bafokeng Kabagwena überreichte Jackson im Beisein seiner Ex-Frau Lisa Marie Presley die Ehrenurkunde. Gut beschirmt und vor der Sonne geschützt ihre Ehrenurkunde. Der Popstar, zurzeit in Südafrika auf Tour, bedankte sich, ist die gesamte Familie Jackson. Mine der Welt besitzt, ehrte auch Jacksons Eltern. Eines gibt allerdings Anlass zu Gerüchten, warum Michael mit Lisa Marie kam. Die beiden wurden auch noch händchenhaltend gesehen und das, während Michaels neue Frau zu Hause sitzt und ihr zweites Kind erwartet. Weder die Jacksons noch der Krokodilstamm, der 150 Kilometer von Johannesburg entfernt, auf einer Platinmine sitzt, der zweitgrößten Südafrikas. Und so bewahrheitet sich mal wieder, gleich und gleich gesellt sich gern. Auch wenn nach außen hin, auf den ersten Blick, alles ganz unterschiedlich aussieht. Arm sind beide nicht.